Das war irreal, das war gruselig. Ich gucke nach oben, merke, dass der ganze Himmel sich einfärbt. Und nach einer kurzen Zeit sehe ich, wie lauter kleine Teile, wie Tropfen aus diesen Wolken rauskommen und praktisch nach unten kommen, aber wie in Zeitlupe. Es ist eine Tragödie. Am 1. Juli 2002 um 23.35 Uhr stoßen über der Stadt Überlingen am Bodensee zwei Flugzeuge in der Luft zusammen. Herbert Dreiseitel ist in dieser Nacht mit dem Fahrrad unterwegs, vom Büro nach Hause, allein. Ich habe dann gemerkt, die Teile kommen auf mich zugeflogen. Du hast aber keine Chance. Man kann auch dem nicht ausweichen. Ja? Also man kann eigentlich nur dastehen und hoffen, dass nichts eintrifft. Man konnte das nicht sehen, dass das Leichen von Kindern auch waren, die darunter gefallen sind. Aber für mich im Nachhinein noch mal erschütternd. Ich war praktisch mittendrin und direkt unten drunter. 71 Menschen sterben bei dem Unglück, darunter 49 russische Schulkinder. In einer Tupolev wie dieser sind sie unterwegs von Moskau nach Barcelona. Ihr Flugzeug kollidiert in fast 11.000 Metern Höhe mit einer DHL-Frachtmaschine, die von Bergamo nach Brüssel fliegt. Niemand überlebt die Katastrophe. Die Wrackteile beider Flugzeuge schlagen in einem Radius von 30 Kilometern auf. Rund 1000 Helfende untersuchen in den folgenden Tagen die Trümmer und bergen Leichen, Polizei, Feuerwehrleute, technisches Hilfswerk sowie Flugexperten. Sie durchkämmen jeden Quadratmeter in diesem riesigen Areal, stellen alles sicher, was sie finden können. Der Rumpf der Passagiermaschine liegt in dieser Apfelplantage. Darin finden sie 27 Tote. Die Bergung der Opfer lief relativ ruhig ab, weil man immer Stück für Stück dieses zertrümmerte Flugzeug zerlegt hat und im gleichen Atemzug die Opfer, so wie man sie vorgefunden hat, aus ihren Sitzen oder aus der Situation, wie sie dort lagen, geborgen hat. Alle Toten können sie damals bergen und identifizieren. Es grenzt an ein kleines Wunder, dass am Boden niemand zu Schaden kommt. Alle Flugzeugteile landen auf Feldern, in Gärten oder im Wald. Die Leute sind sehr dankbar. Wir haben bei dem ganzen tragischen Unglück auf dem Boden ein unwahrscheinliches Glück gehabt, dass es dort zu keinen Verletzten gekommen ist. Auch die Trümmer der DHL-Frachtmaschine und die beiden Piloten stürzen auf unbewohntes Gebiet. Es ist sehr oft darüber spekuliert worden, ob die hier einfach runtergefallen ist oder ob vielleicht auch bewusst hier zum Fall gebracht wurde durch die Piloten, um hier die in der Nähe liegenden Ortschaften nicht zu gefährden. Ob die Piloten noch eingreifen beim Absturz, aufgeklärt ist das nicht. Taras Kostenko verliert damals seine Schwester. Sie hatte die Schülerinnen und Schüler auf ihrer Reise begleitet. Taras ist damals erst 21. Seine Schwester fehlt ihm sehr, bis heute. Sie war nicht nur meine Schwester, sondern auch meine Freundin. Sie war so gebildet, hat mit ihren 30 Jahren so viel gelesen. Sie hat mir zugehört, mich erzogen. Andere Freunde können sie nicht ersetzen. Am 4. Juli 2002, drei Tage nach der Katastrophe, reist Taras dann mit seinen Eltern und den anderen Angehörigen der Opfer nach Überlingen, um Abschied zu nehmen. Im Flugzeug lernte ich die anderen Angehörigen kennen. Und obwohl wir uns gerade erst bekannt machten, hatten wir das Gefühl, dass wir in unserer Trauer schon lange eng verbunden waren. Irina Petschalina und ihre Freundin sind damals als Übersetzerin auch vor Ort. Sie holen die Angehörigen vom Flughafen ab. Und die Angehörigen sind dann diese Treppe da quasi runter aus dem Flieger rausgegangen, ja, mit Blumen, mit Kränzen und so weiter. Und klar, alle in Schwarz. Sie haben dann ihre Kränze, ihre Blumen, das alles hier niedergelegt. Und das war ganz schlimm. Da stand so Geschrei, Geweine und das immer noch, wenn ich rede, jetzt sogar kriege ich so Gänsehaut. Ganz schlimm war es noch, wo die Dolmetscher bei der Polizei für die Identifizierung übersetzt haben. Neben dir sitzt eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und die beschreibt das Kind. Augenfarbe, Muttermale, was für Schmuck die angehabt haben, was für Kleidung und so weiter. Das war
Das waren die schlimmsten Momente an dem Tag. Während die Angehörigen versuchen, mit ihrem Schmerz umzugehen, geht die Suche nach der Ursache der Kollision weiter. Die Katastrophe beginnt damit, dass beide Flugzeuge kurz vor dem Zusammenstoß in gleicher Höhe aufeinander zurasen. Also 1,5 Minuten hätten normalerweise ausgereicht, dieses Problem zu lösen. Doch im zuständigen Tower in Zürich technische Probleme. Und zum Zeitpunkt der Kollision ist nur ein einziger Fluglotse am Platz. Axel Raab schüttelt bis heute den Kopf über das, was schief lief bei der verantwortlichen Firma Skyguide. Und man muss leider auch sagen, dass der Fluglotse in dem Moment völlig versagt hat und völlig die falschen Anweisungen gegeben hat. Erst im letzten Augenblick gibt er dem russischen Piloten die Anweisung zu sinken. Ein fataler Fehler, denn das Kollisionswarnsystem an Bord der russischen Maschine gibt die gegenteilige Anweisung, nämlich steigen. Doch der Pilot geht runter, er folgt dem Lotsen. Die andere Maschine folgt dem Computer und geht auch runter. Und jetzt sieht man hier beide in der gleichen Höhe. Und gleich kommt es dann zum Crash. Trifft den russischen Piloten eine Mitschuld, weil er auf den Lotsen und nicht auf den Computer hörte? Bis dahin war das eine Soll-Vorschrift. Es hat geheißen, er soll dem Computer folgen. Das wurde nach dem Unglück geändert in er muss dem Computer folgen. Der Fluglotse bezahlt seinen Fehler mit dem Leben. Einer der Angehörigen, Vitali Karolev, bringt ihn 2004 um. Dieser Mann kommt über den Verlust von Frau und Kindern nicht hinweg. Und er ist dort gestanden und hat, ich kann es nicht anders sagen, in sich hineingeweint. Er wurde nie laut, aber er zitterte. Das Obergericht im Kanton Zürich verurteilt ihn nach Revision zu 5 Jahren und 3 Monaten Gefängnis für vorsätzliche Tötung, eine geringe Strafe. 2007 werden 4 Skyguide-Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Taras ist durch den Tod seiner Schwester mit Überlingen sehr verbunden. Im März flieht er mit seiner schwangeren ukrainischen Frau aus Charkiw hierher. Er ist gerade hier Vater geworden und hat eine neue Heimat gefunden. Die Opfer des Unglücks, sie kommen aus der russischen Stadt Ufa. Deshalb heißt der Verein, der die Gedenkstätte bis heute pflegt, Brücke nach Ufa. Es ist ihnen wichtig, die Verbindung aufrechtzuerhalten zwischen Überlingen und den Angehörigen. Deren Schicksal ist ihnen bis heute so nah. Viele Sachen sind wie, als ob es gestern gewesen wäre. Es schmerzt vielleicht noch mehr, wenn man denkt, ja, mein Kind wäre jetzt so und so viele Jahre alt und hätte vielleicht eine Familie und wie wäre es, wenn es damals nicht passiert wäre? Es ist passiert, am Freitag vor genau 20 Jahren. Da wollen sie hier oben der Toten gedenken. Wie viele Angehörige aus Russland einreisen können, das wissen sie noch gar nicht.